Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 6. Ja, wir sind gerade in dieser Cutscene gerade drin. Also haben dort das letzte Mal aufgehört. Ach, Rachel. Also haben die Kräuter sie gerettet? Natürlich. Der große Lieb wird so für immer hier schlafen. Und wenn es einen Weg gäbe, sie aufzuwecken? Wenn es einen Weg gäbe, sie... Dann würde ich sie aufwachen. Wird sie aufwachen. Du findest sicher was gegen den Dauerschlaf. Gott, der lacht aber viel. Und hat einen Akzent. Ich gab sie auf. Log. Ja, der gute Log. Kleiner Herzensbrecher. War es wirklich ein Geist? Es flog direkt an mir vorbei. Es hatte freundliche Augen. Die Kreatur aus Sicht, so furchtbar. Aber ich fand sie wunderschön. Also, wir sind hier schon so ziemlich richtig. Roter Hauer. Toller Name. Ja, im Grunde genommen könnte ich eigentlich Lob jetzt auf eine hintere Stelle fällen. Denn... Ich zähle es gleich mit, denn die Waffen zählen ja auch ziemlich genauso viel ab. Von hinten, weil als Vorderpreise habe ich glaube nicht gestellt. Und wieder ein ein Fighting on the Continent. Oh Mann. Das war ja jetzt so ziemlich das Blödsinnigste, was ich eigentlich heute hätte tun können. Meine eigenen Leute anrufen. Und das Gegengift verwenden. Und was haben wir hier? Wir dürfen die Welt nicht zu friedlich werden lassen. Die Menschen brauchen den Krieg für ihr Wohlergehen. Ein Kolosseum wird ein Denkmal des Krieges werden, wenn es je fertig wird. Jupp. Heldenring. Heldenring haben wir schon. Irgendwo da. Nee. Heldenring erhöht Kampf- und Magie-Schaden. Das ist gut. So, aber den brauchen wir ehrlich gesagt.
überhaupt nicht. Ach ja, stimmt. Solange Celes auch kein Schwert benutzt, kann sie auch nicht den Befehl Runen benutzen, der eben halt ein Runenschwert fehlt, um dies auch zu bewerkstelligen. Aber dafür kriegt er noch Zorn. Zöpfe! Die Viecher haben mehr Zöpfe als Schwanzfeder. Ist ja genial. Ist mir vorher noch nie aufgefallen. Siren hat eine neue Schwerttechnik erlernt. Das finde ich schon. Das finde ich sogar sehr schön. Kann ich gleich mal vorführen. Ja. Und jetzt nun Quadraschlag. Schlacht, der viermal ausgeführt wird. Also eine Technik, die viermal trifft. Und ja, es ist im Grunde genommen sehr, sehr hilfreich, dass Hyrum eben halt auch nicht gerade so schwach ist. Fällt hier so langsam auseinander. So. Vielleicht könnt ihr mich dann auch besser hören.
beschwert sich ja immer, dass ich angeblich einen Stimmenverzerrer oder so benutze. Ich benutze keinen. Wozu denn noch? Das wäre eine sinnlose Arbeit. So, die Zeit ist auch mal wieder zu Ende und deswegen sage ich bis zum nächsten Let's Play Part. Blatrex FB meldet sich.